Marion Poschmann und Judith Schalanski hier sagen Willkommen an der Rehwiese. Heute lesen die beiden aus dem Briefwechsel Sarah Kirsch und Christa Wolf. Sarah Kirsch schreibt am 21. November 1973 an Christa Wolf. Ach Gustav, was weißt du von mir? Ein schönes Motto für unseren Briefwechsel. Aber mir ist völlig entfallen, wie wir darauf kamen und welche Bewandtnis es damit hatte. Alles im Branntwein ersoffen. Und der Sonnabend nach dem viel gelobten Kongresse, na, da hatte ich aber zu tun, um mit mir und der Welt wieder klarzukommen. Und Christa Wolf antwortet am 24. November, ach Gustav, kommt doch von einer 92-Jährigen, die jenes bedeutende Wort spricht, als sie aus dem dreitägigen, todesähnlichen Schlafe erwacht und ihren Stiefsohn Gustav an ihrem Bette sitzen findet. Meine Vernichtungsgefühle nach dem Kongresse waren übrigens auch nicht von Pappe. Gemeint ist der 7. Schriftstellerkongress der DDR, kommentiert Sabine Wolf. Guten Abend, Sabine Wolf, in dem von ihr herausgegebenen Briefwechsel. Der erste unter Erich Honecker als Parteichef. Dessen Ausführungen von 1971 über Weite und Vielfalt künstlerischer Handschriften hatten auf Liberalisierungstendenzen hoffen lassen. Die später abgedruckten Auszüge aus Referaten von Delegierten und deren Kommentierung in westdeutschen Zeitungen verdeutlichen jedoch starke Spannungen. Der Abenteuerautor Harry Türk attackiert verbal, ohne Namen zu nennen, den abwesenden Rainer Kunze, der in zwei Gedichten seine Sympathie mit Alexander Solschenizyn bekundet hatte, worauf vier Lyriker demonstrativ den Saal verlassen. Die Vorstandswahl endet mit einem Eklat. Die Forderung Karl Mickels nach Kenntnis des genauen Abstimmungsergebnisses wird abgelehnt. Die Schriftstellerinnen der DDR, die Dichterinnen, die einander Briefe schrieben, die einander stützten, einander die Türen zu öffnen suchten. Wo gab's das sonst, außer in diesem Land? In dem, so schreibt es Brigitte Reimann, in den 60er Jahren nach einer Lesereise an Christa Wolf, auch draußen in den entlegensten Dörfern von 700 Seelen mehr als 350 ständige Leser in der Bibliothek sind. Schriftstellerinnen, Dichterinnen, Frauen, Frauen, Weibsbilder, wie Franz Fühmann schrieb. Anna Segers, Christa Wolf, Sarah Kirsch, Elke Erb, Barbara Honigmann, Helga Königsdorf, Irmtraut Morgner, Inge Müller, Brigitte Reimann, Helga Schubert, Eva Strittmatter, Maxi Wander. Marion Poschmann wird jetzt die Briefe von Sarah Kirsch lesen und Judith Schalanski, die von Christa Wolf. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich die Rolle der Sarah Kirsch heute lesen darf. Ich habe Sarah Kirsch einmal getroffen und das war für mich eine ganz besondere Begegnung. Ich verdanke das Iris Radisch, die zum 70. Geburtstag von Sarah Kirsch ein Interview plante für die Zeit. Und sie hat mich kurzerhand eingeladen, mitzukommen. Ich war damals ein sogenanntes vielversprechendes Jungtalent und wusste gar nicht, wie mir geschah. Im Jahr zuvor war mein zweiter Gedichtband erschienen mit dem Titel Grund zu Schafen und offenbar waren die Schafe ein gemeinsamer Nenner. Sarah Kirsch hielt ja jahrelang echte Schafe auf dem Deich und als wir sie dann besucht haben, waren die Schafe allerdings schon abgeschafft, zu mühsam, zu wuchten, zu schwer, wenn zum Beispiel die Hufe geschnitten werden mussten. Von den Schafen war aber etwas geblieben, und zwar Unmengen Wolle. Als wir uns schon verabschiedeten, öffnete Sarah Kirsch einen großen Schrank. Und dieser Schrank war vollgestopft mit Wollsocken, alle selbst gestrickt.
Und sie sagte dann, die dunklen, langen Abende auf dem Land verbringe sie mit Stricken. Sie strickte ein kompliziertes Farbmuster, hing dabei ihren Gedanken nach. Und bei der zweiten Socke dachte sie, sagte sie dieselben Gedanken noch einmal. Wir durften uns dann jeder ein Sockenpaar aussuchen und ich habe meine Socken lange im Winter am Schreibtisch getragen. Marion Poschmann, ich bin völlig hin und weg. Haben Sie diese Socken noch? Ja, selbstverständlich habe ich sie noch. Haben Sie Löcher oder sind Sie in einer Aufbewahrungsschatulle? Oder gehen Sie sozusagen, sind Sie im Vorlass, um nach Marbach zu kommen? Wie gehen Sie mit diesen Socken um? Sie sind in meiner Sockenschublade. Ernsthaft? Sie sind nicht irgendwie in irgendeiner Form herausgehoben oder durch ein Etikett kenntlich gemacht? Also ich weiß von Frau Radisch, dass sie ihr Paar sehr gut gehütet hat und in einem besonderen Ort aufhebt. Okay. Das wäre ein Moment, wo ich über meine Liebe zu den Nachbarsschafen in der Uckermark reden könnte. Aber ich fürchte, ich finde dann keinen Dreh zu Christa Wolf. Ich bin Christa Wolf niemals persönlich begegnet, aber ich habe kürzlich Gedichte wiedergefunden, die ich mit 19 Jahren, als ich nach Berlin gegangen bin, geschrieben habe und eine Weile in sogenannten Lesebühnen öffentlich vorgetragen habe. Und es gab einen Salon, da konnte man immer ein Sektglas gewinnen. Das fand ich wahnsinnig mondän. Und ich erinnere mich, dass ein Text, der kein Gedicht war, eine große Prosa-Fantasie war, in der ich mir einbildete, Ingeborg Bachmann in die Straßenbahn Nr. 12 in der Chausseestraße zu steigen und mir vorstellte, wie sie in Pankow Christa Wolf besuchen würde. Das waren sozusagen durchaus als ferne Gestirne, egal ob lebend oder eben schon gestorben, durchaus anwesende Personen. Ich habe was Merkwürdiges erlebt im Frühjahr zum 90. Geburtstag von Christa Wolf, die ja diesen Geburtstag nicht mit uns feiern konnte, aber alle anderen waren von einer solchen Gegenwart von Christa Wolf eigentlich beschäftigt oder beseelt, so muss man das sagen. Ich saß da auf dem Podium im Literaturhaus in West-Berlin und interessanterweise eben in West-Berlin. Und Christoph Hein war da und Ingo Schulze und beide kannten sie eben leibhaftig und ich hatte sozusagen die Rolle der Nachgeborenen und die eben ein anderes Christa-Wolf-Bild natürlich haben konnte. Und das war völlig verrückt, weil die Leute haben sich mit Regenschirmen gegenseitig bedroht, um noch einen Platz in diesem Literaturhaus zu bekommen. Und ich hatte das Gefühl, okay, das ist das Jahr der Christa Wolf. Und insofern passt es nicht nur aus diversen Anlässen wie Geburtstagen oder so, sondern es passt auch, dass dieser Briefwechsel jetzt erscheint und wie ich finde, sehr schön auch aufgenommen wurde bisher schon. Berlin, 20. März 1974. Sehr liebe Christa, schönen Dank für den großen, rauen, mütterlichen Satz von dir. Von einem bestimmten Alter muss man sich für alles selbst verantwortlich machen. Du hast natürlich gut reden mit so einem schönen, heilen Hinterland im Rücken. Ich bin wirklich von den letzten 7 Jahren so kaputt, dass ich mitunter bloß noch heulen kann. Und alles wächst mir über den Kopf. Ich schaffe es manchmal nicht, Moritz abends noch die Zähne zu putzen oder ihm jeden Tag Vitamintropfen zu geben. Und das ist das Maß dafür, was ich sonst noch liegen lassen muss, aus mangelnder Zeit und Kraft. Ich sehe überhaupt keinen Sinn mehr in mir. Meine Steuerabrechnung habe ich auch noch nicht gemacht und so weiter. Ich sitze in einem innerlichen und äußerlichen Chaos und das ist kein Selbstmitleid, sondern die Folge von 7 Jahren, die ich alleine bestehen musste und mir immer einredete, ich wäre zu zweit. Wenn ich mir so recht überlege, und nun bin ich wirklich ernüchtert, was ich mir von Karl habe gefallen lassen, alles in allem habe ich 7 Jahre ein rechtes Schwein geliebt oder einen armen Verrückten. Es beschämt mich, dass ich es nicht eher bemerkt habe, aber Liebe macht eben wirklich blind.
Und das schreibe ich jetzt, nach allem, was ich schon in Briefen geschrieben habe. Eure armen Wolfsköpfe tun mir leid. Aber ich glaube, nun bin ich doch aufgewacht. Und dazu zumindest hat mir der Christoph verholfen. Einfach, indem ich sah, wie menschliche Beziehungen auch noch sein können. Und was mir immer aufgefallen war, wenn ich plötzlich mit Rainer oder Bernd oder sonst irgendwem Lieben redete oder mit euch, dass ich sofort einen anderen Blick auf mich selbst hatte, mich selber richtig fühlte, etc. Bei Christoph auch. Er ist ganz lieb und sanft und er wäre eine Maßarbeit für mich, aber hier könnte er niemals leben. Aber ich nehme es leicht und sage mir, und nun kommt endlich wieder mal ein Sprichwort in unserer Korrespondenz, besser als in die hohle Hand geschissen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, als wir uns das erste Mal sahen, so ein Unmaß von Vertrautsein auf Vorschuss. Und dann stimmt eben alles wirklich, wie sich später bestätigte. Von ihm lasse ich mir stundenlang von Amerika und Frankreich erzählen und höre mit hungrigen Ohren zu. Und er sagt, ich brauche das sicher auch, aber nicht unbedingt. Ich mache eben daraus, dass es das nicht gibt, etwas. Naja, dieses Alchemistenhandwerk eben, dass ich hier mehr oder weniger eingesperrt und beschnitten bin und fortwährend Sehnsucht nach irgendetwas entwickeln muss. Und wenn ich an meine Menschenrechte denke, wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt. Diesen Sommer zum Beispiel würde es mir gut tun, 2 Wochen in Frankreich zu sein, aber ich darf nicht, obwohl ich was Schönes schreiben täte. Und wenn ich es ausnahmsweise dürfte, darf es Frau Meier vom Fließband noch lange nicht. Aber ich schreibe hier bloß vor mich hin, so 1000 kleine Dinge und wie es kommt, nur damit ich nicht heule. Und das könnte ich, wenn ich daran denke, dass erst du wegfährst und 3 Wochen darauf der Christoph. Keine Menschen im Umkreis, kann ich da bloß sagen. Und Elke fährt auch noch weg nach Wuschke. Ich werde auch einfach eine Kunstfigur aus mir machen und mich so sehen wie, wenn ich Glück habe, nach 100 Jahren in meiner Biografie alles zu lesen sein wird. Ich habe gerade eine ganze Menge über die Droste gelesen, da bin ich ein Glückspilz, etc. Aber genug der Klagegesänge. Ich muss sowieso aufpassen, dass ich mich nicht in meine Krankheit verliebe und das als Ausweg annehme. Da hast du auch recht. Will ich aber nicht. Das ist auch wahr. Aber ich habe wirklich auch gleich noch 3 Kilo abgenommen, bin nun kein Zentner mehr, mache mir alle 14 Tage noch ein Löchlein in meinen Gürtel. Morgen kommt Christoph für einen ganzen Tag. Gestern war er für eine Stunde hier. Und unsere Telefonrechnungen werden dick und fett und die Abhörer werden alles als chiffriert ansehen und auch noch rauskriegen. Zum Mannpreis habe ich auch eine Einladung, kann aber zu der Uhrzeit wegen Moses nicht. Gerhard soll es nicht krumm nehmen und das Geld gut anlegen in feinen Bildern oder dergleichen. Schreibt mir viele Karten unterwegs, aber steckt sie in Umschläge, sonst wird's geklaut. Von Irmtrauts schönen Venedig-Karten kam dazu mal nur eine an. Ich wäre so gerne im Gleichgewicht und würde noch lieber dann schöne Sachen schreiben. Denn wenn es mir gut geht, kann ich das auch. Bei Landaufenthalt ging es mir das nämlich, liebe Christa, immer mal an mich denken und den rechten Arm verrenken beim Briefeschreiben. Schöne Grüße, deine liebe Sarah. '74. Am anderen Morgen sah alles sehr gut aus. Heute ist Frühlingsanfang, sagte Moses, und wir müssen alte Flaschen und Papier mit in den Kindergarten nehmen für die Kinder in Chile. Das haben wir alles getan und um 10 kommt Christoph. Abends gehen wir zu Endlers in die Abrisswohnung. Da waren wir schon mal zusammen und es war wunderbar.
Ein schöner Tag. Deine Sarah. 8.30 Uhr. Klein Machno, 25.03.74. Viel liebe Sarah, damit unsere Spruchtradition nicht untergeht, wie so vieles Gute, hier einer von Herrn Kafka. Ich schreibe anders, als ich rede. Ich rede anders, als ich denke. Ich denke anders, als ich denken soll. Und so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel. Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen. Mit den Kunstfiguren ist es so. Sie sind nützlich, nur kann es vorkommen, dass sie einmal aus der Hand rutschen und sich selbstständig machen und man es zu spät mitkriegt. Das heißt, dass die Kunst bis ins tiefste Dunkel eindringt. Dies wäre das Ende der Kunst und der Triumph der Künstlichkeit. Dir wird's nicht passieren. Gerd sagt, Sarahs Brief ist so lebendig. Ja, sag ich, aber muss man traurig sein, um lebendig zu wirken? Spaß beiseite. Dein Brief hat mich überzeugt, was ich schon war, aber trotzdem, dass es ganz ernst ist. Und hat mir ein bisschen Sorge gemacht, denn wer wird auf dich aufpassen? Außer Moses natürlich, da ja auch Christoph bald sich entfernt. Ich glaube, du musst's selber machen. Da fällt mir ein Leib- und Magenspruch meiner Mutter ein. Ich glaube, dass 5 Pfund Rindfleisch eine gute Brühe geben, wenn man nicht allzu viel Wasser nimmt. Nimm nicht so viel Wasser, also halt die Brühe beisammen. Ich schicke dir erstens dein Gedicht, zweitens die Oberlin-Adresse. C. und G. Wolf, Oberlin College, Department of German, Oberlin, Ohio, 44074, USA. Wie gesagt, 65 Pfennige auf den Luftpostbrief. Dann kommst du mal zu uns und dann fährst du nach Frankreich und so geht das ja auch rum. Grüß dich, Christa. Juni '78, Roma. Liebe Christa, lieber Gerhard und liebe Kinder. Es hat eine Weile gedauert, bis dass ich zur Feder griff. Es war zu viel für eine Provinzlerin. Denn vor meinem Fenster stehen Palmen und die Apfelsinen fallen mir auf meinen Kopf und ich wohne in einer extra kleinen Villa mit einem Brunnen. Das ist ein kleiner pinkelnder Engel. Es ist eine sehr wache, lebendige, auch politische Stadt. Ich bin gern hier und schreibe so vor mich hin. Ab und zu besichtige ich was, lieber bin ich in den Straßen. Die Maler, Bildhauer, Tonsetzer, Architekten etc. sind nette Leute. Abends sitzen wir mal hier, mal da und schwatzen und trinken den schönen Landwein, den wir immer dienstags vom Gärtner bekommen. Moritz fährt jeden Morgen eine Stunde mit dem Bus durch Rom und über den Tiber hin in die deutsche Schule. Macht ihm Spaß. Die Busfahrt ist das Beste. Es sind mehrere Kinder hier, er geht allein einkaufen und kann mehr Italienisch als ich. Es ist sehr kinderfreundlich hier, in den Kneipen sind sie zauberhaft. Moritz hat schon Freunde unter den Obern. Ich bin recht glücklich hier und höre ganz viel Musik. Der Tag ist lang, ich werde auch noch zum Frühaufsteher. Ich bringe eine kleine Herde Kinder morgens zum Bus, mittags holt sie Verena ab. Dann kann ich schon arbeiten, es wird einmal pro Woche sauber gemacht, das reicht. Moses ist 14 Uhr wieder da, macht allein Schularbeiten und ist dann bis abends im Park oder in den anderen Ateliers verschwunden. Ich habe mir das Haus angesehen, in dem die Bachmann gewohnt hat. Mal ist sie nach oben, mal nach unten gezogen. Immer war es ihr zu laut. Und dann haben sich die Leute über ihren Krach nachts um 3 auf der Schreibmaschine beschwert. Irgendwann besuche ich Frau Rinser. Jetzt ist sie nicht da. Rom ist überall ein Stück Rom, heißt es im Gedicht. Liebe Wölfe, ich bin jeden Tag stundenlang glücklich, alles, alles ist richtig. Die Eidechsen huschen mir über die Füße, die Fledermäuse und Uhus sind da, die Brünnlein fließen, die Autos hupen fröhlich, die vielen Hunde werden ausgeführt. Schreibt auch, liebe Menschen. Eure liebe Sarah. Berlin,
25.01.1979. Viel liebe Signora. Du, es sind schon ganz andere im Süden hängen geblieben und in Sonne und Liebe und Faulheit verdorben und vergangen. Na, du wirst schon wissen, was dir gut tut. Aber in diesem kalten Winter denken wir doch manchmal, ob nun die Sarah nicht friert ohne ihren Wintermantel. Wenn du aber kommst, wollen wir uns bald sehen und unsere früheren Menschen, an die wir uns erinnern, mit den heutigen vergleichen. Ja, man selber merkt ja die Veränderung nicht immer gleich. Und ich denke mir, dass die Veränderung bei Menschen, die ein Jahr lang unter so verschiedenen Himmeln gelebt haben, sehr deutlich werden müssen. Jetzt gerade rieselt ein bisschen Sonne durch das Grau, dass ja hier die gewöhnliche Himmelsfarbe ist und einem schon lästig fallen kann. Berlin war 2 Wochen lang ganz fremd und dadurch eigentlich schön. Als der Schnee alles zudeckte und die Straßenbeleuchtung abgeschaltet wurde, ganz wenig Autos fuhren und unter der Stadt, die wir kennen, kam eine andere hervor. Sonst ist aber alles beim Alten, nur nehmen wir es nicht mehr so streng und wichtig. Ich schlafe vielleicht immer noch ein bisschen zu wenig. Irgendein Unruheherd scheint chronisch zu bleiben. Aber sonst bin ich ganz gelassen und merke, Abstand zu einem selbst ist wichtiger als manches andere. In Meteln waren wir in diesem Winter gar nicht, denn die Straßen dahin sind nicht immer passierbar und der Strom fällt auf dem Lande immer zuallererst aus. Wir hatten unsere 100 Flaschen Apfelsaft schon dem Frost preisgegeben, aber Carola war drüben bei uns und sagt, nichts ist erfroren. Sie bereiten sich auf Griechenland vor, wollen im April fahren und von da ein Kind mitbringen, aber das ist noch ein Geheimnis für wenige. Sie, Carola, malt jetzt naive Bilder, ganz schön. Und Thomas hat vor Weihnachten 4 fürchterliche Wochen lang damit zugebracht, einen Nierenstein abzustoßen. Es war eine Tortur großen Ausmaßes, aber nun geht's ihm wieder gut. Er hat einige Kubikkilometer Schnee weggeschüppt dieses Jahr. Und im Frühjahr stelle ich mir vor, wenn es taut, kann man wochenlang dort nur mit Booten verkehren, denn es liegt in Mecklenburg meterhoch Schnee. Wir fahren, Gerd und ich, in 3 Tagen zur Kur nach Pištani in die Slowakei. Die Wirbelsäulen im Schwefel baden. Ich muss wenigstens in Gedanken 5 Vorlesungen vorbereiten, die ich im Herbst an der Universität Frankfurt-Main halten soll. Eine Art Wahnsinnsunternehmen. Gerd hat gerade über Arendt geschrieben, den wir öfter sehen. Tinka inszeniert ein Stück von Alfred Matusche und Annette will Anfang Juni ein neues Baby kriegen. So gehen die Dinge der Quer und der Länge. Immer noch kommen viele Leute, angemeldet und unangemeldet, zu uns in die Friedrichstraße. Komischerweise hat sich gerade in den letzten Wochen, vielleicht eben unter dem Druck des grauen Himmels, bei uns beiden eine große Sehnsucht nach dem Süden entwickelt, nach Italien und Griechenland. Und wir denken, dass wir das doch auch noch kennen sollten und nehme es für spätere Jahre vor. Sarah, ich bin kein guter Briefschreiber auf solche Entfernungen. Deine letzte Karte ging wochenlang, aber sie war so schön und hat zu unserer Italien-Sehnsucht beigetragen. Man muss mal wieder reden und das wird bald sein. Doch will ich vorher wenigstens dieses Zeichen senden. Wir umarmen dich alle, auch den Moritz, deine Christa. Roma, 5. Februar 79. Liebe Christa, schönen Dank für die Post. Ich glaube auch, Schreiben ist Silber, Reden ist Gold. Ich werde auch langsam ein bisschen sauer, wenn man vermutet, ich würde mich so verändern, einfach weil ich woanders wohne. Und es ist ja immer diese kleine Unterstellung dabei, zu meinen Ungunsten. Denn an sich, das kränkt mich auch ein bisschen. Der Fühmann sagt so etwas nie. So, also, Ende März bin ich wieder in Berlin und rufe bei euch an. Schöne Grüße, eure Sarah. Frankfurt am Main, 16.05.82. Sarah, deine Gedichte gefallen mir sehr. Gestern Abend spät lasse ich sie noch durch, heute früh nochmal. Reisezehrung kannte ich schon. Jemand hatte uns eine Fotokopie gebracht. Das Gelände hinter der Mühle habe ich erkannt. Auch scheint mir die Landschaft, in der du jetzt lebst, der unseren zu ähneln. Ende des Jahres möchte ich meiner Vorlesung übermorgen als Motto voranstellen. Ich lese ein Arbeitstagebuch aus dem letzten Jahr zum Thema Cassandra. Da geht es um das Gleiche wie in deinem Gedicht. Am meisten erkenne ich mich in den
drei letzten Zeilen von Entfernung. Mehr lässt sich dazu auch jetzt nicht sagen. Hier lebe ich in einem Raum einer zu Künstlerwohnungen ausgebauten Fabrik, um mich junge Künstler, die prima sind. Wenn ich runtergucke in den Innenhof, sehe ich drei Schildkröten, Ella, Felix und Ilse. Mit denen habe ich schon manches beredet. Sie fressen Salatblätter und Tomaten und versorgt werden sie von der Frau des Kürschners, der da seine Werkstatt hat. Ihnen werde ich einen Abschiedsgruß schreiben. Die offensten Fragen stellte man mir im Gefängnis. Einer, der mir besonders sympathisch war und sich nach der Frauenbewegung in der DDR erkundigte, der meine Adresse erbat und die Bücher von Maxi Wander haben will, hat, wie ich danach erfuhr, zwei Frauen umgebracht, seine Frau und seine Geliebte. Er werde, hieß es, schwer damit fertig. Du solltest jetzt mal Carola sehen. Der Junge ist ein blonder, kräftiger mecklenburgischer Bauer, ganz lieb, als wäre er dankbar, dass er bei ihnen ist. Lernt als erste Sprache Griechisch, du lachst dich kaputt. Es sei noch viel schöner, als sie gedacht hätte, sagt Carola. Tinka kriegt ein Kind. Ich sagte es dir wohl, ihr Freund, Maler und Grafiker, gehört zu dem Künstlerkreis, der sich jetzt im Prenzlauer Berg gebildet hat. Darunter auch sehr interessante junge Dichter, die mit Sprache arbeiten. An erster Stelle der Papenfuß. Gerd ist ganz fasziniert von denen. Sie machen manchmal Lesungen in Wohnungen vor mehr als 100 Leuten. Annettes Honza ist auch unter die Dichter gegangen. Man hat ihn schon fremdenpolizeilich verwarnt, dass man seine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängern werde. In seiner Wohnung verkehrten staatsfeindliche Elemente. Der Kreis der Leute, mit denen man zu tun hat, wird immer größer. Viel Hilfe ist nötig. In Berlin ist es kaum zu bewältigen, wenn man noch arbeiten will. Nur mal so als Skizze. Wir melden uns noch mal. Übermorgen kommt Gerd. Hoffentlich sehen wir uns ja. Grüß Moritzen und Schweinitz. Botel, 21. März 83. Liebe Christa, lieber Gerhard, ich habe eure Karte verschmissen und weiß nicht, wann ihr gen Amerika aufbrecht, irgend so ein merkwürdiges Land. Trotzdem schreibe ich euch und auch die neue Adresse in Schleswig-Holstein mehr umschlungen, dann weiß sie der große Bruder auch gleich. Also herhören. 2241 Thielenhemme, Eiderdeich 22. Jetzt sind schon die Handwerker im Haus, ein Haus spröden Charmes. Andere würden es potthässlich finden. Die ganze Gegend ist etwas ruppig. Aber ich sehe mich schon im Garten auf allen Vieren. Muss alles zurückerobert werden. 2 Jahre keine jätende Hand. Doch die Schneeglöckchen blühten in großen Batzen. Ganze Narzissengenossenschaften richten sich auf. Veilchen träumen schon und rundherum stehen Schafe auf Wiesen mit neugeborenen winzigen Lämmern. Und ihr fahrt schon wieder weg. Niemals habt ihr euren Garten in entscheidender Zeit. Ein Hundeleben fürwahr. Die Bücher infolgedessen kamen an. Moritz hat sich Cassandra unter Nagel gerissen. Es fällt in sein Ressort, behauptet er. Die neue Adresse gilt übrigens, ein Christa-Wort, ab 6. Mai. Dann sehe ich noch weniger Leute, höchstens Menschen. Die beschissenen Wahlen haben uns günstige Hypothekenzinsen gebracht. Olle Marx lacht über alles. Moses ist 14, sein theoretischer Vater, der Karl, hat sich erst beschwert, dass das Kind ihm nie schreibt. Dann hat er aber den Geburtstag doch lieber vergessen, obwohl Moritz rein Herzens und rechtzeitig sich ein kommunistisches Manifest bestellte. Immer dasselbe in alle Ewigkeit. Entweder es kommt noch Ende des Jahres oder überhaupt nicht. Und es sollte doch aus dem Ländchen sein. Liebe Wölfe, lasst es euch gut gehen, grüßet die Kinder und Enkel. Bald gibt es Urenkel. Eure liebe Sarah. Berlin, den 28.06.83. Liebe Sarah, gestern kamen wir aus Amerika zurück. Und ich fischte mir aus dem Postberge deinen Brief übers Leben im Moor. Deutlich sieht man an der Aufzählung der Pflanzen dein biologisches Hinterland. Tellingstedt ist kein hier ortsbekannter Name. Vielleicht wird er bekannt durch dich.
Schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Amerika ist sehr groß und für uns nicht so recht geeignet. Obwohl wir eine Masse feiner Leute trafen, sprachen, kennenlernten, dazu die Städte Columbus, Ohio, Los Angeles, San Francisco, New York, auch Disneyland, wonach wir manches besser verstanden, the happiest place on earth. Besonders häufig ging die Rede über die neue Lustseuche unter Homosexuellen, AIDS. Ich merke, dass ich Seiten schreiben müsste oder lieber gar nichts. Zurückgekommen geht's den Töchterfamilien gut und sonst ist alles beim Alten. Gleich fahren wir nach Meteln. Dort ist auch der Kuhstall noch ausgebaut worden, sodass die Tinkerfamilie sich tummeln kann. Ich würde gerne manches mit dir beredet haben, aber auf dem Brief geht es schlecht. Wann werden wir mal in deine Gegend kommen, weiß ich noch nicht. Vielleicht verblassen inzwischen die Punkte, über die ich reden wollte. Ich wünsche euch ein gutes Leben im alten Haus. Deine Christa, Gruß vom Gerd. Thielenhemme, 7. Julius 83. Liebe Christa, das ist ja eine Ehre für mich, dass du mich aus deinem sicher riesigen Postberg rausgepickt hast bei eurer Rückkunft. Das kann ich aber verstehen, aus allen möglichen Gründen, richtig nachvollziehen. Eben kommt Luigi in mein Schreibzimmer rein und setzt sich auf das Umweltpapier und erzählt mir wortreich ein Abenteuer. So geht das jeden Morgen. Das Wölfchen haut mit der Sense Brennnesseln ab. Das werden wir noch Jahre können, um den Schafszaun vollenden zu können. Denn nun kriegen wir gleich die zwei Lämmer, nach denen mir lange der Sinn stand. Eins heißt Tula, wie das von Carola hat Moritz beschlossen. Was du von Amerika schreibst, kann ich mir vorstellen. War auch in Disneyland, sehr Reagan mit diesem Hintergrund. Ich fuhr da mit der Piratengespensterbahn Wasserfälle rauf und runter. Und Los Angeles, diese Stadt für Menschen mit Rädern. Der Fußgänger kommt nicht mal über die Straße. Aber abends, nachts vom Flugzeug ein bedeutender Anblick. San Francisco aber hatte ich gern. Ich habe gelesen, was der Professor Girnus in der Weltbühne über dein Buch schrieb. War ja recht gehässig. Und Herr Reklam hat mir liebenswürdigerweise euren Text mit den Unterschriften geschickt. Mit diesen beiden Stücken hatte ich das ganze Leben auf einmal im Briefkasten unter dem Schwalbennest. Arg beschissen zu der Zeit, das Nest ist überfüllt, 6 ausgebrütete Junge. Den Parkplatz vor Disneyland kann man übrigens von Weltraumschiffen erkennen. Aber kommt hier eines Tages lang. Es ist wirklich viel schöner als in Botel, eine extreme Landschaft. Ich kann nicht kommen, wie ich seit 4 Monaten weiß. Christa, grüß alle lieben Menschen in Meteln, auch die in Drispet. Küsse Carola, das blaue Wolltuch, was sie mir schenkte, hängt immer am Treppenpfosten im Hausflur, schwebt über alten, mühsam gescheuerten Fliesen, die völlig zugekleistert waren. Moritz wächst und wächst, hat nun eine ganz tiefe Stimme, taucht in der Eider zwischen blühenden Seerosen durch. Hier riecht alles nach Holunder und Rosen, deine liebe Sarah. Berlin, 27. Oktober 84. Liebe Sarah, ich habe mich sehr gefreut, dass du geschrieben hast. Ja, mal sehe ich dich im Fernsehen, sonst nicht. Man treibt auseinander, wird getrieben, will es gar nicht. Schon weiß ich nicht mehr, was dir jetzt nahe geht. Vielleicht kannst du dir es von uns eher vorstellen. In diesem Sommer der Tod von Franz F. und Erich Arendt. Das Häuflein, das sich bei solchen Anlässen versammelt, schmilzt. Fühmann liegt unter einer hohen, schönen Eiche auf dem Friedhof in Märkisch-Buchholz, mitten unter den anderen Leuten. Uwe Kolbe sprach sehr gut an seinem Grab. Ich glaube, Wagenbach will seine Rede drucken. Drumherum gab es einiges, was ich nicht schreiben will, Öffentliches und Persönliches. Erich Arendt liegt auf dem Dorotheenstädtischen, in dem kleinen Areal, das jetzt noch für Akademiemitglieder freigehalten ist. Anna Segers liegt auch dort, neben ihrem Mann. Neben Arendt liegt Maximilian Scheer.
Die einzige Angehörige, die nun an seinem Grab weinte, war jene Ragnar, die er 15-jährig kennenlernte und die ihn bis zuletzt pflegte, seine letzte Liebe. Und ein ungeheures Tohubavuhu, was den Nachlass betrifft. Von den Jüngeren, die in den letzten Jahren die Szene ausmachten, sind viele weggegangen oder wollen weggehen. Wir hatten ein zerrissenes Jahr. Unser Berliner Haus wurde general rekonstruiert. Das bedeutete monatelang Chaos, keine Arbeitsmöglichkeit. Mädeln fehlte sehr. Auf einmal kam alles nochmal hoch. Ab Juni waren wir in Carolas und Tommys Haus in Drispet. Das ist eine Autostunde von dem neuen Domizil entfernt, in dem wir uns nun niederlassen werden. Es ist ein altes, großes Pfarrhaus zwischen Goldberg und Sternberg, mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte. Schöne Gegend. Das Haus war unbewohnbar, heruntergekommen, wüst. Was da geschehen musste, um Heere von Handwerkern und Massen von Material herbeizuorganisieren, will ich dir nicht weiter beschreiben. Es war manchmal albtraumhaft. Jetzt ist schon viel geschehen. Vielleicht können wir im Winter schon mal dort wohnen. Aber die Hauptsache ist der neue Enkelsohn, den Tinka Ende September gekriegt hat. Weißt du, wie er heißt? Moritz. Moritz Anton Wolf, genannt Musik, da seine Schwester Helene, die jetzt 2 wurde, ihn so benannte. Ich war 2 Wochen als Babysitter für Helene gefragt. Dann machte ich einen Vortrag für psychosomatische Gynäkologen, den ich nächste Woche in Magdeburg halten werde. Und dann bin ich frei. Habe weder Lust auf Lesungen noch auf andere Öffentlichkeit, nur auf Landleben und Schreiben und Familie. Dein Moritz muss ein großer Jüngling sein. Gibt es schon eine Berufsidee? Ich sitze in meinem Zimmer nach vorne raus zur Friedrichstraße. Die ist sehr laut geworden. Der Lärm stört mich. Heute ist Sonnabend, da geht es. Unsere Aussicht ist nicht mehr der große Parkplatz, sondern der neue Friedrichstadtpalast, der aussieht wie ein überdimensionales griechisch-römisches Bad und allabendlich Massen festlich gestimmter Menschen anlockt, die sich um jeden Preis amüsieren wollen. Wir sind alle älter geworden. Nun höre ich auf, damit nicht noch mehr solche großen Sätze kommen. Ich grüße dich. Ich werde überlegen, was dich an Büchern interessieren könnte, um es dir zu schicken. Jetzt wird dein Eiderdeich bald von Nebel verschluckt werden, deine Christa. Ich nehme den Brief morgen mit nach West-Berlin. Da werde ich zum Andenken für Uwe Jonsson mit in der Akademie lesen. Noch einer, der dieses Jahr gestorben ist. Nachschrift Gerhard Wolfs. Dem wäre kaum viel hinzuzufügen. Um Ostern waren wir in Italien, das war eigentlich ganz schön, auch wegen der Leute dort, die wir kennenlernten. Hatte ich dir den Achim Arnim aus dem Dichtergarten schon geschickt? Eben kommt jetzt die Bettine. Lasst es euch gut gehen. Wir müssen uns doch mal zu einer Nordreise aufraffen, Gerhard. Thielenhemme, 1. April 88. Liebe Christa, heute hat man Jesum in den April geschickt, denke ich mir, und da grüße ich euch jedoch sehr. Ich hatte so viel Wind um mein Büchlein gemacht, was für grauenvolle Enthüllungen und Indiskretionen da zu erwarten wären, damit ihr vorgewarnt wart und die Wirklichkeit ist dann doch harmlos. Dies ist meine Taktik gewesen, denn ich bin ja neu in der Materie. Mit sogenannter Prosa hat man viel leichter diesen Ärger als mit den Gedichten. Ja, die eine Helga kommt ein bisschen schlecht weg, aber einen muss es ja treffen. Ich schicke ihr aber auch so ein Buch, dann werden wir ja sehen. Sie muss es verkraften und kann ja was lernen, nicht wahr? Die andere Helga kriegt auch noch eins. Ich habe wieder Nachschub. Euer Umzug steht dicht vor der Tür. Ach, ihr Armen. Aber es musste ja sein. Ihr könnt ja nicht auf eure alten Tage auf dem Boulevard sitzen. Wie soll einem da noch was einfallen? Ich drücke euch die Daumen und kann mir die Gegend ungefähr vorstellen. Ging da mit Moses und dem guten Rando spazieren, wenn ich mich recht erinnere. Überhaupt könnte ich mal einen Stadtplan von der Hauptstadt gebrauchen, falls es mal einen gibt, um Kreuzchen zu machen, wo ich überall noch gesündiget habe. Und ihr könnt von eurer neuen Wohnung her gut den Volker besuchen, wenn ihr eben wollt. Er hat sehr schöne Gedichte erscheinen lassen. Bei Gedichten, glaube ich, weiß er gar nicht, wie scharf und kompromisslos er da ist. Das ist gut so.
Lämmer haben wir 5 Stück von 3 Müttern. Das ist ein guter Schnitt. Alles Böcke, damit die Statistik wieder stimmt. Den David haben wir 14 Tage mit einer Flasche ernährt, rund um die Uhr, im Anfang aller 2 Stunden, bis die Mutter wieder einspringen konnte. Alle waren dann übermüdet vom Milchrühren, Flasche geben etc. Diese Mainzer Stadtschreiberei, welche uns ja einen neuen Mitsubishi einbrachte, kurz bevor der alte zusammenbrach, die habe ich auch immer mal wahrnehmen müssen. Nun bin ich noch in der Pflicht für einen einstündigen Film. Und ich haue nicht ab in die Karibik oder auf die Lofoten, nein, ich bleibe in Mainz, weil ich Wessiland ja auch nicht sehr gut kenne, und mache den Film über euer Volkseigentum, nämlich über Nettie Reilingar und Mainz, weil die so schön das Pflaster beschreibt. Besonders über den Ausflug der toten Mädchen, glaube ich. Fange aber erst im Spätsommer an, habe mich nur oberflächlich bisher damit beschäftigen können, weil zu viel anderes vorlag. Gab ja viel Ärger damals mit der Ehrenbürgerschaft. Ich war zu der Zeit auch gerade mal zu einer Lesung da und habe das erlebt. In diesem Film möchte ich gern einen Haufen wunderbarer Bilder, vornehmlich jüngere, von der alten einbringen. Wo sind denn diese zu haben? Ich will die Landschaft und die Stadt zu dem Ausflug finden und meinen Senf dazugeben, das ist alles. Und immer eine schöne Anna hineinschneiden dann. Aber noch nicht an die große Glocke hängen. Hier gibt's auch Leute, die das gar nicht so lustig finden. Aber wenn ich den Parteiauftrag habe. Und am Schluss doch die Frage, wann dein allerlei Rau erscheint. Und im nächsten Jahr, wenn ich Mainz nicht mehr am Hals habe, möchte ich in den Amalienpark. Seid umschlungen. Ich muss gleich nach Island zu Herrn Goethe. Nehme Moses mit. Sarah. Voserin, 7.04.90. Liebe Sarah, damit der Brief ein Geburtstagsgruß für dich wird, muss er wohl morgen raus. Es ist beinahe Mitternacht. Eben gingen wir noch mal raus, direkt über uns der große Wagen. Es war klar und kalt, Vollmond. Alle Hunde bellten ihn und uns an, aber keine der in der Zeitung angekündigten Sternschnuppen fiel. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich mir zuerst hätte wünschen sollen. Dir wünsche ich die Gelassenheit weiterhin, die du dir wohl erkämpft hast und dass du gesund bist und schreibst. Nun leben wir bald wieder in einem Lande. Ist das nicht komisch? Jetzt könnte ich leicht weggehen, aber wohin? Kannst du mir sagen, warum Menschen, wenn sie schon mal die Wahl haben, das Verbrauchen wählen und nicht das Kreative sein? Blöde Frage, weiß ich. Reden wir lieber über die Saaten und ob sie die kalten Nächte überstehen. Anton ist 5 und kann schon lesen und schreiben, linkshändig. Kommt im Sommer mal her. Ich grüße dich, auch deine Männer. C.